selber Gedanken machen. Dass man da eigentlich auch irgendwie Mut wiederkriegt. Wenn man zum Beispiel jetzt hat, sich nicht wirklich was traut, da kriegt man bei Kinderphilosophieren wieder Mut. Weil Philosophieren wichtig ist. Dass da ganz viele sind und sonst denkt man allein. Können Kinder philosophieren? Die Akademie Kinder philosophieren sagt ja. Sie möchte diese natürliche Fähigkeit des Kindes entdecken und bewahren. Die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen erschließt den Kindern die Wurzeln unserer Kultur. Daher soll das Philosophieren als Bildungsideal und Unterrichtsmethode in den Alltag von Kindergärten und Schulen Eingang finden. Dazu jetzt vielleicht aufschreiben, die uns näher interessieren. Welche wurden nicht von einem, wurden nicht von diesem Gott erschaffen, sondern durch den Urknall. Der Urknall haben gar nicht glauben. Ich schreibe mal auf, wer hat die Welt erschaffen, okay? Der Gott. Ich schreibe es jetzt erstmal auf. Der Urknall. Weiß, Gustav, das beschäftigt dich jedes Mal. Wir werden da, glaube ich, nie eine endgültige Antwort drauf finden. Die Erde erschaffen. Das habe ich schon als Frage und da können wir auch den Urknall wieder mit reinnehmen, ja? Der Kindergarten Strolche bei BMW in München hat als Modellstandort an der Pilotphase der Akademie Kinderphilosophieren teilgenommen. In den philosophischen Einheiten greifen die Erzieherinnen Fragen der Kinder auf, wie zum Beispiel: Was ist ein Gedanke? Wo ist meine Seele? Oder woher weiß ich, wer mein Freund ist? Wir finden die Themen durch die Kinder selber, die sie zum Beispiel, wenn sie sich beim Mittagessen unterhalten, wenn sie uns Dinge erzählen aus ihrem Alltag, Dinge, die zu Hause passiert sind, versuchen wir darauf einzugehen. Oder eben, dass wir versuchen, ein Thema, was uns wichtig ist, eben durch Geschichten, durch Bilderbücher oder durch ein kleines Zitat den Kindern näher zu bringen. Und dann werden wir gemeinsam darüber philosophieren und nachdenken. Kinder sind neugierig, unvoreingenommen, frei in ihrem Denken. Sie machen sich selbstständig und kreativ Gedanken zu allem, was ihnen begegnet und wichtig erscheint. Es lohnt sich, ihre Fragen und Gedanken ernst zu nehmen, sich zu bemühen, sie so zu verstehen, wie sie gemeint sind. Ist es euch auch schon mal so gegangen? Ja. Manchmal spielt mein Freund mit meiner Schwester lieber und dann bin ich traurig, dann muss ich auch alleine spielen. Was macht einen denn so traurig, wenn man alleine spielt? Oder was hat denn die Zakarina in der Geschichte so traurig gemacht? Dass keiner sie gebraucht hat. Keiner sie gebraucht hat? Was ist denn so schön dran, wenn man gebraucht wird? Wie merkt man denn, dass jemand einen braucht? Dass, wenn dann einer was sagt, wo er Hilfe braucht, dann braucht einer Hilfe. Und das ist total schön, weil dann kann man, dann hat man nämlich dabei ganz viel Spaß. Und wenn man so alleine spielen muss, dann hat man keinen Spaß. Die Akademie bot eine zweijährige Fortbildung im Philosophieren mit Kindern an. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schulen und Kindergärten machten davon Gebrauch. Neben 8 Veranstaltungen an Wochenenden gab es vertiefende Seminare und Übungen an der Hochschule für Philosophie in München. Was waren die wichtigsten Erfahrungen für die Teilnehmer? In den Fortbildungen fand ich besonders schön die
die thematische Aufbereitung, dass wir zu bestimmten Themen wie Zeit oder Gerechtigkeit inhaltliche Informationen bekommen haben, die uns dann auch teils Lust gemacht haben, sich nochmal selber damit zu befassen, teils aber auch schon wirklich konkrete Anregungen, das gleich in der nächsten Stunde auszuprobieren. Ich denke, nach 2 Jahren kann ich sagen, dass ja, die wichtigsten Elemente der Fortbildung für mich waren Gesprächsführung, sich auf Menschen einlassen, Dinge zu hinterfragen. Manchmal ist es so, dass ich von Menschen, die mich gut kennen, die Rückmeldungen kriege, ich gebe überhaupt keine Antworten mehr. Ich stelle eigentlich immer auf eine Frage wieder eine Frage. Die Kinder sollen befähigt werden, sich existenziellen und ethischen Herausforderungen zu stellen und sich ein selbstständiges Urteil zu bilden. Dabei sollen sie nicht die eigene Betroffenheit zum Maßstab aller Dinge machen, sondern das eigene Handeln einer kritischen Prüfung unterziehen. Damals ging es dir gut, das ist richtig. Aber ist es gerecht, dass es dir im Augenblick nicht gut geht? Tut mir auch leid, dass ich dich damals angebrüllt habe. Weil ich wusste, dass du wirklich ernst gemeint hast. Zum Beispiel die Janine und der Bayern, sie haben sich jetzt wieder versöhnt. Und das fällt mir jetzt auf. Was musste geschehen, dass es möglich war? Ja, man musste drüber reden. Die Jahn-Grundschule in Unterhaching hat an der Pilotphase der Akademie Kinderphilosophieren teilgenommen. Wie beurteilt Konrektorin Anne-Kathrin Strube im Rückblick die Erfahrungen mit Kinderphilosophieren? Also zunächst einmal war es sehr gemeinschaftsfördernd, diese Einheit. Es haben sich sogenannte schwächere Kinder reden getraut, Probleme angesprochen. Es haben sich Kinder viel genauer zugehört, weil eben eine ganz andere Gesprächskultur stattgefunden hat. Und die Gewaltbereitschaft war in der Klasse deutlich geringer. Aus den konkreten Erfahrungen des Pilotprojekts und im Blick auf eine praxisnahe Umsetzung entwickelte die Akademie theoretische Leitlinien für das Philosophieren mit Kindern. Zu Beginn der Pilotphase gab es bei einigen Institutionen noch skeptische Vorbehalte. Doch nach 2 Jahren ist Kinderphilosophieren zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Das Projekt wurde in unserem Hort anfangs eher skeptisch aufgenommen. Der Träger konnte mit dem Projekt Kinderphilosophieren nicht sehr viel anfangen, aber war bereit, damit zu beginnen. Die Kinder wussten gar nicht, was Philosophieren ist. Und ich persönlich war auch anfangs eher skeptisch, was ich aber im Laufe des Projekts sehr schnell abgebaut habe. Wenn ich jetzt sehe, was inzwischen alles passiert ist, wenn ich mitbekomme, was bei uns in der sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung lief, was in den Schulen läuft, was in den Kindergärten läuft, ich habe ja auch teilweise hospitiert, dann kommt mir das so selbstverständlich vor, dass Kinder philosophieren, dass ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, wieso ich mir das vor 2,5 Jahren nicht habe vorstellen können. Gott kann nicht überall sein. Es gibt andere Götter. Es gibt nur einen. Die Akademie hat nicht die Absicht, eine bestimmte Philosophie zu vermitteln. Im Zentrum steht der philosophische Prozess selbst. Alle Beteiligten bemühen sich gemeinsam, diejenigen Bedingungen freizulegen, unter denen Kinder philosophieren können. Aber was meinen die Betroffenen, die Kinder, selbst über das Projekt? Dass die Kinder das meiste organisiert haben, also dass wir da eher was dran gearbeitet haben und nicht nur die Lehrer. Alexia? Mir hat auch sehr gefallen, dass wir in der Gemeinschaft waren und füreinander auch da waren. Dass man was sagen kann, was man sich manchmal gar nicht traut. Also manchmal hat man auch vorher gar nicht gewusst, dass man so viel weiß. Thank you.
Brigitte Hoffmann-Koch ist Rektorin an der Werner-von-Siemens-Grundschule in Augsburg. Ermutigt vom Erfolg der philosophischen Unterrichtseinheiten an ihrer Schule, begann sie auch mit einer Elterngruppe zu philosophieren. Es ist eine Möglichkeit, den Geist zu schulen, ganz abstrakt. Aber was noch viel wichtiger ist, es ist eine konkrete, tatsächliche Lebenshilfe für jeden Tag. Es erweitert den Horizont und es hat einen extrem positiven Einfluss auf die Erziehung. Und deswegen, wenn es möglich ist, würde ich dafür plädieren, dass das eine feste Einrichtung an allen Schulen wird. Also ich kann nur für mich sprechen, für uns, für meine Familie, das war für uns ein großer Gewinn, die 2 Jahre. Nicht Philosophie-Experten besuchen Kindergärten und Schulen. Es sind die tagtäglich mit Kindern vertrauten Pädagoginnen und Pädagogen, die den Prozess des kindlichen Philosophierens fördern. Diese Tätigkeit verändert auch sie selbst. Sichtweisen wandeln sich. Was ich von den Kollegen höre, die mit Kindern philosophieren an meiner Schule, ist, dass die kindliche Sichtweise dieser fundamentalen Themen, auch Werte, den Erwachsenen häufig verloren gegangen ist. Und über diese Arbeit mit Kindern zu philosophieren, tun sich dann wieder Ideen auf, die Lehrer daraus ziehen, wie sie dann wieder auf eine andere Art und Weise auf Kinder zugehen können. Zunächst einmal hat es mir gebracht, dass ich mich als Lehrer stärker zurücknehme, dass ich nicht zwanghaft eine Einheit plane und erwarte, das muss rauskommen, sondern dass ich meinen Kindern mehr vertraue und einfach mich von ihnen zum Teil auch führen lasse, was nicht heißt, dass ich blind bin, einfach auch ihnen besser zuhöre. Das Philosophieren ist eine natürliche Fähigkeit des Kindes. Es soll einen festen Platz in der kindlichen Lebenswelt erhalten. In der Familie ist jedoch vielfach keine Zeit, auf die Gedanken und Fragen der Kinder angemessen einzugehen. Daher soll das Philosophieren in die Bildungs- und Erziehungsprinzipien von Kindergärten und Schulen integriert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte die Akademie Kinderphilosophieren aktive Mitstreiter gewinnen und bei ihrer Arbeit unterstützen. Philosophieren öffnet Horizonte. Auch wenn grundlegende Bedürfnisse sich da manchmal in den Vordergrund drängen. Gibt es eigentlich was, worüber ihr gerne noch philosophieren würdet, worüber wir noch gar nicht philosophieren? Sabine, ich muss pieseln.